28. August 2015 feierte die Freiwillige Feuerwehr Hirm ihr 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Festakt war die Feuerwehr Hirm und zwei Feuerwehren aus der Umgebung versammelt. Die Ehrengäste waren in Vertretung des Landeshauptmannes Nationalrat Erwin Breiner, in Vertretung des Landeshauptmann-Stellvertreters Landtagsabgeordneter Gesa Molnar sowie die Vizepräsidentin des Bundesrates und Bürgermeisterin von Hirm Inge Bosch-Gruschka, der Arbeiterkammerpräsident Alfred Schreiner und andere anwesend. Bei hochsommerlichen Temperaturen traten die Feuerwehren zur Meldung an den Bezirksfeuerwehrkommandanten an. Dann ging es mit den Reden der Ehrengäste weiter. Zum Abschluss wurden noch Ehrenpreise vergeben. Dann ging es ans Feiern. Zur Meldung an den Herrn Bezirksfeuerwehrkommandanten. Rechts, Schutz! Bezirksfeuerwehrkommandant, Abschnittsfeuerinspektor Binder meldet Feuerwehren anlässlich des 125-jährigen Bestandsjubiläums der Feuerwehr hier im Angetreten. Ich danke, Herr Abschnittsfeuerinspektor, für die Meldung. Ich versuche mit dem Festtag beginnen. Jawohl, mit dem Festtag beginnen. Das Ganze ruht. Liebe Hirmerin, liebe Hirmer, liebe Besucher, vor allem von den Nachbarfeuerwehren, ich freue mich sehr, dass bei diesem heißen Wetter es doch einige geschafft haben, hier zu sein. Ich möchte natürlich als Hausherrin der Gemeinde Hirm die Möglichkeit zu einem 125-Jahr-Jubiläum nutzen, um ein Danke zu sagen. Nicht nur für den Einsatz, sondern auch für das heutige Fest. Ein Fest zu organisieren ist nicht immer das Einfachste. Sehr viele freiwillige Helferinnen und Helfer brauchen wir, die dabei sind. Und sehr viel Arbeit ist es, die geschehen muss. Und die Feuerwehr Hirm ist eine Feuerwehr, die nicht nur für uns da ist, wenn wir sie brauchen, das heißt, wenn ein technischer Einsatz ist, wenn Feuer ist, sondern auch für unser Dorfleben immer sehr aktiv ist. Und das ist für mich als Bürgermeisterin natürlich ein sehr wichtiger Grund, hier auch einmal auch für diese Arbeit ein herzliches Danke zu sagen. Ich hoffe, dass der Besuch des Feuerwehrfestes, diese zwei Tage, euren Einsatz auch lohnen werden und auch für euch in der Feuerwehrkasse und auch für euch als Engagement etwas überbleibt. Frau Bundesrätin und Bürgermeisterin, hohe Geistlichkeit, Herr Präsident, meine Herren Abgeordneten, Gemeinderäte der Gemeinde Hirm, liebe Bevölkerung, aber vor allem liebe Feuerwehrkameraden. 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hirm. Ich danke für die Einladung. Es ist mir eine große Freude und Auszeichnung, heute bei Ihnen sein zu können. Und vorerst möchte ich auch die Grüße unseres Herrn Landesfeuerwehrkommandanten, Ingenieur Alois Kögl überbringen. Die Freiwillige Feuerwehr Hirm begeht ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum. Es scheint mir geradezu eine Auszeichnung für eine Gemeinde und die Bevölkerung zu sein, wenn eine freiwillige Vereinigung auf eine so lange Zeit des Erfolges, des Wirkens zurückblicken kann. Dieses Jubiläum beweist, wie sehr die Freiwillige Feuerwehr mit der in der örtlichen Bevölkerung lebt. Die Freiwillige Feuerwehr Hirn hat sich innerhalb ihres 125-jährigen Bestandes als Gefahrenabwehrsituation bewährt und auch bestätigt. Wie viele Probleme wurden und werden alljährlich in die Freiwillige Feuerwehr herangetragen? Ja, wie viele Einsätze wurden erfolgreich durchgeführt? Sowohl bei der Brandbekämpfung als auch bei den immer umfangreichen und schwierigen werdenden technischen Einsätzen und Katastropheneinsätzen. Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr blicken nicht auf ihre lange Tradition zurück, sondern sie trachten ihre Schlagkraft durch ihre ständigen Schulungen und Übungen immer weiter zu erhöhen. Damit geben sie der Bevölkerung die beruhigende Sicherheit, dass sie im Ernstfall auch mit größtmöglichem Fachwissen die Gefahrensituation bekämpft wird. Und das kann ich auch bei der Feuerwehr hier bestätigen. Herr Ortsfeuerwehrkommandant, Frau Bürgermeister, Herr Abgeordneter, Herr Bezirksfeuerwehrkommandant, Herr Präsident der Arbeiterkammer, Herr Feuerwehrkurat, meine sehr geehrten Damen und Herren, angesichts der hohen Temperaturen werde ich mich auf 6 kurze Ausführungen beschränken. Erstens, herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Feierstunde und für die freundlichen Worte der Begrüßung.
insbesondere auch im Namen des neuen Feuerwehrreferenten in der burgenländischen Landesregierung, Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz, der heute leider nicht persönlich hier sein kann aus terminlichen Gründen, der Ihnen aber allen seine besten Grüße und Wünsche übermitteln lässt. Zweitens, herzlichen Glückwunsch den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hirn zum 125-jährigen Bestandsjubiläum, das heute und auch noch morgen gefeiert wird. Gerade in einer verhältnismäßig kleinen Gemeinde kann die Leistung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, eine Ortsfeuerwehr intakt und bis heute einsatzfähig zu halten. Die Umstände wären ja nicht einfacher. Ich habe mich vorher kurz mit dem Kommandanten unterhalten. Das Freizeitangebot ist ein anderes. Die Herausforderungen, die jeder von uns im alltäglichen Leben hat, sind andere, als das vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Es wird auf jeden Fall auch, und es wurde schon erwähnt, durch diese Ortsfeuerwehr ein wesentlicher Beitrag zum gesellschaftlichen Leben hier in der Gemeinde erbracht. Drittens, um die Sicherheit Österreichs, meine Damen und Herren, war es schon einmal besser bestellt. Die Polizei gelangt gerade unter den aktuellen Umständen, die uns in dieser Woche schmerzlich vor Augen geführt worden sind, an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Was das österreichische Bundesheer angeht, so ist dieses aufgrund politischer Fehlentscheidungen nur mehr ein Schatten seiner selbst. Viertens, die Freiwilligen Feuerwehren sind, so auch wie das Rote Kreuz, eine löbliche Ausnahme. Das, meine Damen und Herren, liegt aber in erster Linie nicht an der Politik. In erster Linie liegt das an Menschen wie dem Herrn Oberbrandinspektor Mieser, der seit 20 Jahren mittlerweile Kommandant ist, an Leuten wie ihm, an seinen Kameraden, an tausenden Frauen und Männern, die landesweit ihre Freizeit opfern, ihre Gesundheit zur Verfügung stellen, um dem Nächsten und der Allgemeinheit zu dienen und zu helfen und die damit eine wesentliche Säule der burgenländischen Sicherheitsstrukturen aufrechterhalten. Fünftens, Respekt, Dank und Anerkennung dafür. Sechstens, ich wünsche dem Verlauf der Feierlichkeiten noch viel Erfolg, heute und morgen. Ich wünsche der Freiwilligen Feuerwehr hier insgesamt alles Gute, auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, insbesondere auch für den bevorstehenden Aufbau einer Feuerwehrjugend. Und ich wünsche Ihnen vor allem, den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, dass Sie immer gesund von Ihren Einsätzen nach Hause kommen mögen. Vielen Dank. Auch meinerseits ein herzliches Willkommen zu einem besonderen Anlass. 125-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Hirn ist ein besonderer Anlass. Bei tollem Wetter, bei herrlichem Sonnenschein kann man sich eigentlich nichts Besseres wünschen. Ich gratuliere der Gemeinde und auch der Freiwilligen Feuerwehr Hirn zu diesem eben von mir vorhin erwähnten besonderen 125-jährigen Bestandsjubiläum. Bei der Gelegenheit darf ich Ihnen zugleich auch die besten Grüße und Wünsche unseres Herrn Landeshauptmanns Hans Niesl übermitteln. 125 Jahre Bestehen der Ortsfeuerwehr bedeutet aber, dass die Bevölkerung sich in diesen 125 Jahren auf die Einsatzbereitschaft und auch auf die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr hier in Hirn verlassen konnte. Ich glaube, es sitzen einige Menschen aus der Dorfbevölkerung heute hier, die das bezeugen können. Auch das ist nicht selbstverständlich und ich möchte daher der Ortsfeuerwehr Hirn meinen herzlichen Dank für diese ja omnipräsente 24 Stunden andauernde Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit bis zum heutigen Tage sehr, sehr herzlich danken. Ein großes Dankeschön dafür sagen und es ist auch wesentlich und wichtig, dass in einer funktionierenden Ortsfeuerwehr auf die Jugendarbeit geschaut wird und ich wünsche hier dem Feuerwehrkommando, dem Ortsfeuerwehrkommandanten ebenfalls alles Gute beim Aufbau der Jugendfeuerwehr hier in Hirn. Geschätzte Damen und Herren, wir haben im Burgenland keine Gemeinde, wo es nicht eine Ortsfeuerwehr gibt und die Feuerwehr ist meistens die einzige und die erste Blaulichtorganisation in den Ortschaften, jedenfalls die Blaulichtorganisation, die zuerst bei einem Einsatzort eintrifft, egal ob es sich um Brandunfälle oder um technische Einsätze handelt. Das dürfen wir nicht vergessen. Im Burgenland und in Österreich sind wir, was den Ausbau des Katastrophenschutzes betrifft, eigentlich ein Vorzeigebundesland, ein Vorzeigeland im Vergleich mit den übrigen Ländern Europas. Hier funktioniert der Katastrophenschutz. Wir sind es oftmals auch, die Besuche von auswärtigen Delegationen bekommen, die eben schauen, wie funktioniert dieser Katastrophenschutz bei uns im Land, in Österreich,
in den einzelnen Bundesländern. Ich glaube, darauf können wir stolz sein und das darf auch bei einem besonderen Feuerwehrjubiläum in einer kleineren Gemeinde gesagt und erwähnt werden. Basis für diesen tollen Katastrophenschutz ist natürlich die Freiwilligkeit und ich bin überzeugt davon, dass diese Freiwilligkeit, das zur Verfügung stellen der zig freiwilligen Stunden unentgeltlich im Dienste der Gemeinschaft für die Bevölkerung rund um die Uhr da zu sein, nichts Selbstverständliches ist. Daher möchte ich auch im Namen von Landeshauptmann Hans Nissl den aktiven Feuerwehrangehörigen gegenwärtig, aber auch die, die es in der Vergangenheit gewesen sind, meinen sehr großen, respektvollen Dank für diese wichtige Tätigkeit im Dienste der Mitmenschen aussprechen. Ein herzliches Dankeschön für eure Einsatzbereitschaft. Ich danke allen für die ehrenden und netten Worte und bitte jetzt selbst eine Dame und zwei Herren vorzutreten bzw. aufzutreten. Unsere Bundesrätin, Herrn Alfred Schreiner und unseren Alt-Abi Resch-Richard. Geburtstagsgeschenk der Gemeinde Hirn, das auch im Gemeinderat beschlossen wurde, ist eine neue Fassade für das Feuerwehrhaus und sobald der Herbst kommt, wird diese neue Fassade auch für euch gemacht werden, sodass ihr euch wiederum wohlfühlen könnt in eurem Haus. Dankeschön. Will.